Hallo, packen und entpacken im Textmodus. Ich öffne ein Terminal, gehe auf Anwendungen, Zubehör, klicke auf Terminal. Als erstes überlege ich mir, welche Dateien und Ordner archiviert und komprimiert werden sollen. In diesem Fall alte Dateien im aktuellen Ordner. Nun zu den Kommandos. Hilfe erscheint jeweils mit der Option --help, dem Befehl Mann, Leerzeichen, Kommando. Enter oder Info, Leerzeichen, Kommando, Enter. Nach dem Drücken der Taste Q verschwindet die Hilfe wieder. Erster Punkt, Archivieren. Mehrere Dateien werden in eine Archivdatei geschrieben. Das erfolgt mit dem Tool tar. Eingabe tar, Leerzeichen, -c, F, Leerzeichen, Archiv. Tar als Name der Datei, Leerzeichen, Sternchen, Enter, Option -c für ein neues Archiv erzeugen, F für die Archivdatei bestimmen, Sternchen für alle Dateien im aktuellen Ordner. Die Dateiendung informiert einen darüber, dass die Datei eine Archivdatei ist. Mit dem Befehl tar, Leerzeichen, -t, F, Archiv.tar, Enter, werden alle Dateien im Archiv aufgelistet. Die Datei ist momentan ca. 10 MB groß. Zweiter Punkt, die Archivdatei komprimieren. Ein Tool dafür wäre gzip. Ich tippe ein gzip. Leerzeichen archiv.tar, Enter. Um die Speichergröße der Datei zu reduzieren, es entsteht danach eine Datei namens archiv.tar.gz mit der Größe ca. 9 MB. Dritter Punkt. Sollte die komprimierte Archivdatei nicht auf eine zum Beispiel Diskette oder CD passen, kann man die Datei teilen, sodass sie auf mehrere Disketten oder CDs passt. Hierfür gibt es den Befehl Split. Ich tippe ein Split, Leerzeichen, -b, um die maximale Größe einer Datei zu bestimmen. Leerzeichen, ein M, das wäre 1 Megabyte. Leerzeichen, archiv.tar.gz. Das ist die Datei, die geteilt wird. Leerzeichen, archiv.tar.gz.split. So werden die Split-Dateien heißen. Enter. Somit gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dateien. Nun das Ganze umgekehrt. Vorher erstelle ich einen neuen Ordner mit mkdir namens entpacken. Ich tippe ein mkdir Leerzeichen entpacken. Enter. Kopiere nun die Split-Dateien in den neuen Ordner mit cp, Leerzeichen, Sternchen, Split, Sternchen, Leerzeichen. Nun der Zielordner, das wäre entpacken. Enter. Wechsel nun zum neuen Ordner entpacken. CD, Leerzeichen, entpacken. Hier sind die vorhandenen Split-Dateien drin. Nun erster Punkt, die mehreren Dateien zu einer Datei zusammenfügen. Dies erreiche ich mit der Eingabe cat, Leerzeichen, archiv.tar.gz
Punkt. Split. Sternchen. Leerzeichen. Größer als. Leerzeichen. Archiv.tar.gz. Enter. So werden alle Dateien nacheinander gelesen und in die neue Datei archiv.tar.gz geschrieben. Zweiter Punkt, dekomprimieren mit dem Kommando G und ZIP. Leerzeichen archiv.tar.gz. Dritter Punkt, entpacken durch die Ausführung des Befehls tar, Leerzeichen, minus x, f, Leerzeichen, archiv.tar, Enter. Es gibt natürlich viele andere Tools zum Archivieren und Komprimieren, wie zum Beispiel bzip2. Außerdem kann ich das Komprimieren gleich in den tar-Befehl mit einbauen, mit der Option -j oder mit der Option -z. Okay, das war's schon wieder. Okidoki, dann bis zum nächsten Mal.